Herzlich willkommen zurück zu Diablo. Resident, warum will ich immer Resident Evil sagen? Okay, wir sind jetzt in der Ebene 12. Könnte spannend werden. Vielleicht wirst du gleich das Stadtportal nehmen. Ich glaube, waren wir schon in der Ebene 12? Ich habe Angst, ich habe Angst. Die kennen wir noch nicht. Vipers Carbum? Carbum. Bitte lass einen Bogen, lass einen richtig sexy Bogen fallen, bitte. Okay. Ja, das sieht nach wenig aus. Okay, cool. Mega. Aber wir können Stadtportal nehmen. So, ich glaube, ich bleib mal hier bei der Seite. Spannend, spannend. Oh, hol erstmal die Dinger hier weg. Genau. Ich weiß auch nicht, ob ihr schießt oder irgendwas. Ihr stellt euch einfach nur Tal auf. Sehr schön. Das Portal, ne? Können wir mal uns mit ordentlichen Tränken versorgen. Nicht da die kleinen. Vielleicht die mittleren. Naja, das hatte ich ja auch mein Geld verschenkt. Okay. Draco Ignis, da sind noch mal stärker. Die sehen aus wie Garnelen. Oder Skorpione, naja. Kommt da noch einer? Sonst würde ich jetzt hier durchgehen. Ich habe ja so ein Schwein, aber ich. Das ist ja Leveln geschenkt. So, Fax Vipers, was? Okay. Das ist das Schöne. Und bei euch? Was macht die Familie? Stand da. Oh, schon weg, schon weg. Und der hat was Leckeres fallen lassen. Da müssen wir gleich mal hinschauen. Ja. Haben gut Sachen fallen lassen. Und ich spitze. Der ist auch weg. Läuft bei uns. Das ist meine Map. Okay, was haben wir hier? Amulett. Okay, nehmen wir mit. Muss man dann identifizieren. Könnte schwierig werden. So ein Schwein, ey. Lass die nicht rumlaufen. Das sind Kabum, die gehen ein bisschen schneller down. Darf aber auch hier querfeld ein, ey. Okay. Ah, den dahinter muss ich bekommen. Nicht den da, den da unten. Ich brauch den da unten. Oh, das ist gar nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Hau doch ihn erstmal weg. Ja, wir sind jetzt erstmal noch Banane. Okay. Gucke. Legende Hora drin. Merket auf und vernehme die Worte der Wahrheit. Denn sie sind das letzte Vermächtnis der Horadrim. Vor beinahe 300 Jahren wurde bekannt, dass die drei Erzübel der Hölle auf mysteriöse Weise in unsere Welt gelangt waren. Die drei Brüder verwüsteten jahrzehntelang die Länder des Ostens und die Menschheit konnte nur zitternd zu ihnen aufsehen. Oh. Heimlich wurde von einer Gruppe Magier unser Orden gegründet, die Horadrim, mit dem Zweck, die drei Erzübel ein für allemal zu fangen. Die Gründerväter der Horadrim schafften es auch wirklich, zwei der drei Brüder in mächtigen Artefakten einzuschließen, den sogenannten Seelensteinen, die sie anschließend tief unten im Sand der verlassenen Wüsten des Ostens vergruben. Doch das dritte Erzübel entkam und floh nach Westen, verfolgt von vielen Horadrim. Dieser Dämon, bekannt als Diablo, Fürst des Terrors, wurde schließlich auch gefangen, seine Essenz in einen Seelenstein eingesperrt und in diesem Labyrinth versteckt. Oh oh. Hütet euch, dass niemand den Seelenstein finde, der nicht dem Orden angehört. Wenn Diablo wieder freikäme, würde er sich sofort einen neuen Körper suchen. Wahrscheinlich erst einmal einen schwachen, den er leicht kontrollieren kann. Etwa einen alten Mann oder ein Kind. Oh nein, bestimmt Farnheim. Okay. Wird spannend. Ich würde erstmal hier hochschauen. Okay, Langschwert. Haben wir hier noch schönes Nix. Okay, okay. Aber so weit waren wir noch nicht, letzten Run.
So, speichern. Stadtportal nehmen wir mit, Halter nehmen wir mit. Das war hier ein Umschwert, Goldstücke. Ich zum Leveln hier gerade super. Okay. Langbogen. Warte mal, was hat denn mein Gepäck im Allgemeinen? Na, ja, für Müll wahrscheinlich auch dabei. Wenn Langbogen. Ja, nee, der hat ja keine Statusdinge. Da hinten ist irgendwas. Schon ganz geil. Habt ihr noch? Erstmal nicht. Na, warum renne ich da? Da wollte ich auch nicht mal durchrennen. Okay, sind Fallen zumindest schon. Aber wo ist denn. Wir müssen immer noch das Viech finden. Warte mal. Das habe ich da umgeholzt. Warte, dann gehen wir hier mal lang. Ist hier eine Tür? Ja, hier. Bitte keine Gegner scharen. Obwohl zum Leveln gar nicht schlecht. Hier war ich doch schon. Oder? Ja. Häng ich jetzt fest? Okay. Hier waren wir zumindest noch nicht. Guck mal. Was haben wir hier? Bogen. Kurzer Kriegsbogen. Okay. Der muss sehr kurz sein. Wo ist denn der hin? Den haben wir da aufgenommen. Der ist zerbrochen beim Aufnehmen. Hä, wo ist denn der hin? Ich bin maximal. Ich hab den gerade. Nee, hab ich mehr nicht. Kann ich wirklich nicht tragen. Verstehe. Sie hat bloß kein optisches Feedback gegeben, was super verwirrend war. Okay, ich laufe hier einfach nochmal. Nee, warte mal, nochmal rumlaufen bringt nichts. Aber es muss hier sein eigentlich. Er wurde auf jeden Fall was Schweres fallen lassen. Was doch nochmal woanders, oder wie? Ich versuche hier mal rumzugehen. Weil da ist was Orangenes, denke ich mal, geflogen. Hier. Gotische Rüstung. Und wo soll ich das hin? Ja. Schade. So, warte mal, dann würde ich. Hier und dann sind vier, wir brauchen aber sechs. Stört mich. Kriegt halt eine Menge. Warte. Okay, weißt du, was wir machen? Das Stadtportal geht aber. Geht's nur einmal? Nicht genug Mana. Ja, so und so. Lustig. Okay. Ich jetzt auch mal gespannt. Zumindest können wir jetzt mal identifizieren und abladen. Das macht mich ein bisschen freier von dem her. Und ich werde einfach mal ordentliche Heiltränke mitnehmen. Sollte ja alles nicht mehr das Problem dann sein. Kann ich auch kurz dann immer fallen lassen. Vielleicht sollte ich doch ein paar Mal identifizieren, mitnehmen. Dann weiß ich, weil ich weiß ja noch nicht, was ich wirklich so wegschmeißen kann. Was kann ich so erstmal für euch tun? Reparieren. Alles weg. Repariert, okay. Ja. Hallo, mein Freund. Achso, identifizieren. Bleibt und hört mir ein wenig Amulett. Zu. Mana plus 26 bringt mir nichts. Das heißt, das kann weg. Kriegshammer gibt mir Kohle, wenn ich den 5 bis 9, ey, guck dir das an. Umhang, so, da bin ich gespannt.
Rüstung 6. Wieder steht allem plus 24%. Muss ich mal gucken, was mein jetziger bringt. Mana plus 40, halber Schaden durchfallen. Okay, halber Schaden durchfallen ist schwach. So. Bei irgendwas beim Umhang wollte ich mal gucken. Wieder steht allem plus 24. Trefferpunkt, ja, okay, nee, bringt nichts. Leider nichts. Okay. Ja, ich hau einfach alles hier weg. Ja, okay. Okay. Na gut, nochmal Kohle. Wir gucken jetzt hier nochmal, was er verkauft. Schlangenamulett, Mana, weg. 14.000, jupp. Okay, okay. Großhelm. Ja, weg. Schaden durch Gegner, weg. Ja, kann weg, kann weg, kann weg. Und Mana, kann weg. Schön Kohle, erstklassiges kaufen. Kurzer Kriegsbogen, okay, plus 11 zur Lebenskraft. 4 bis 8 sind 6, ne? 6. Wir sind, glaube ich, gerade bei. Oh, muss ich mal nachgucken. Plus 11 zur Lebenskraft. Ja, aber Leben als Skill. Nee. Dann lieber mehr Treffer. Was haben wir hier? Da steht Blitz, ja, bringt nichts. Können wir nicht. Axt, Bogen. Wieder steht einem und macht 1 plus 6, bringt halt auch nichts, schade. Und der oben hatte was? Der hatte 4 bis 8, sind 12, sind 6. 6 Durchschnitt. So, wenn ich jetzt hier reingucke, zumindest haben wir jetzt mehr Alternativen beim Boom. 1 bis 10, sind 11, sind 5,5. Das heißt, der andere ist besser. Plus 51% Schaden, der ist besser. Ja. Was kann ich für euch tun? Repariert haben wir alles. Eine normale Ausrüstung ist nur so ein Kladderadatsch. Was sagt hier eigentlich der Bogen? Kurzbogen 1 plus 4, 2 bis 5, 3 bis 6, 3 bis 7. 3 bis 7 sind 5. Also, ich glaube, so spitz ist unser Dings jetzt auch nicht. Hat mir nicht irgendwas Schönes gefunden. Ach. Wir gehen jetzt nicht auf Questerei. Ich glaube, das bringt gerade nichts. Amulett könnte ich verkaufen, glaube ich. Achso, wir könnten nochmal zum Holzbein hier gucken. Und dann nur noch Tränke kaufen. Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? So, Trank der vollen Genesung, ne? Trank der Genesung. Den hier, den 120er. Jetzt hat die Frage, wie viele er davon hat. Anscheinend genügend. Kann ich da nicht irgendwie mehrere? Ne. Ne, bringt irgendwie nix alles. Nehmen wir die 150. Okay, er hatte also nicht mal genügend davon. Na gut. Ja, wir haben aber genügend. Okay, passt. Genügend Kohle. So, und schauen wir hier nochmal hin. Und dann geht's ab. Mana-Tränke kaufe ich nicht. Schwupps, und ein. Nehme ich auf, um das wieder fallen zu lassen. Und ist halt der Tausenderstapel zumindest weg und das andere ist gesteckt. Einzig. Hier lassen wir es nämlich auffallen. Wieder steht Blitz 56%. So, und das macht aber gleich Treffer. Trefferpunkte plus 23. Ja, Blitz widerstehen wäre gut, aber so viel macht es uns gar nicht. Okay. Ne, dann schmeiß ich hier bloß ab. Genau das hier, ja. Ganz viele Stadtportale sollte ich öfter mal nutzen. Aber kann ich gerade nicht, okay. So cool. Ja. So, bringt alle Lebenspunkte und alles Mana zurück. Stadtportal, Heilung. Ja, mich hat es einfach nur geheilt, oder was? Wahnsinn. Stadtportal haben wir sehr oft. Hier ist noch einmal Heilung, aber... Ja. Ja, okay, dann geht's weiter.
durch das Rein- und Rausgehen lädt er neu. Ich würde sagen, wir riskieren das am Ende des Runs. Dann gucke ich, wie viel Kohle ich habe. Ob ich die mitnehme. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, erstmal noch gar keine Hektik. So, erstmal müssen wir das Cool-Level finden. So, warte mal hier oben irgendwo, ne? Luftroller, Stadtpark. Identifizieren nehmen wir mit. Mhm. Jo. Okay. Verschiebung, was war das für ein Schwachsinn? Das war was, was ich verkaufe. Katakomben. Achso, pfff. Ja, da könnte ich runter. Im Cool-Level gibt's das beste Loot. Wo war denn das Stadtportal jetzt nochmal? War da hier unten irgendwo? Warte, warte. Das nicht. Wie war's da? Hier. Na, sag ich doch. So, dann haben wir schon mal mehr Platz. Ja, das ist gut. Können wir uns den identifizieren? Ich hätte identifizieren doch ein paar kaufen sollen. Weil, dann brauche ich nicht in die Stadt. Denn, also brauche ich den nicht mitschleppen, ne? Dann identifiziere ich sie, ja, okay. Bringt nichts. Aber hätte ich auch hinlaufen müssen, hatte ich jetzt nicht so. So, jetzt ist sie frei. Okay, er ist weg, ja. Wusste jetzt nicht, ob das Stadtportal bleibt. Hier gehen wir mal. Okay, hier gehen wir direkt mal auf Identifizieren. Ist das noch nicht, ne? Nee. Waren wir das? Identifizieren. Schade, ein bisschen verschwendet, aber wieder steht Feuer, 35%. Rüstung 52, unseres macht 16. Aber die Trefferpunkte. Und 80 Stärke, okay, also komplett unrealistisch. Hätte ich vorher schon sehen können. Aber ich weiß ja trotzdem nicht. Ich hätte ja trotzdem für den Jäger irgendwas sein können, weil ich nichts weiß. Aha. Richtig. Kabum hat sie gemacht. So, warte mal, wir gucken hier oben mal hin. Ja, genau, hier oben gucken wir mal hin. Ist das mein Freund? Schwierig. Ah, dass du auch da durchrennen musst. So, warte mal, ich sollte jetzt wieder hier wechseln auf ein. So, vielleicht ein bisschen Mana auch übrig lassen. So, was haben wir denn hier eigentlich? Schuppenpanzer. Ah, hätte ich jetzt einen Mount, wo ich verkaufen kann. Was in späteren Teilen? Wahrscheinlich nicht. Wenn er sagt, dass das Inventar sich auch nicht geändert hat bei späteren Teilen von der Größe. Oh, der teilt aber aus, wunderbar. Eine Menge Gold. Okay. Großer Kriegsbaum. So. Nicht genug Mana. Ja. Okay. Dinger können austeilen, immer schon auf Abstand. Heiltrank? Nein. Ende Gelände. Oh, guck mal. Die können mich richtig ankürzen. Ich finde richtig keinen Bogen haben, jetzt mal ehrlich. Geht denn hier ab? Honey? Nein.
Schade. Okay. So, die sind auch alle weg. Das ist schön. Ja, Glück, dass ich hier nicht rumgegangen bin, weil hier hätte ich ohne Tür durchgehen können und dann hätten sie mich sofort angekutzt. Ja, vielleicht sogar einfacher. So, was haben wir hier noch? Nix. Also doch, unten lang. Okay, gut zu wissen. So, da ist noch ein Raum, aber den machen wir hier erstmal. Sehen, das war die, ne, gotische Rüstung. Hier war auch nix? Ne. Sieht immer aus, als hätten sie da Aussparung. Falls Quest da ist, falls du schon auf der bist, kannst du da lang gehen. So sieht's immer aus. War ich hier schon komplett durch? Ja. Ja, müsste. Genau. So, warten wir und hier. Runter zur Ebene 13. Sehr, sehr cool. Okay, schauen wir weiter. Müssen hier schon aufräumen. Okay, cool. Kiten sollte ich öfter machen. Ist mir bewusst. Ansonsten stehst du ja wirklich nur da und schießt. Kannst mit der richtigen, mit dem richtigen Bogen wahrscheinlich machen. Hab ich aber nicht. Gold, Gold, Gold. Müssen wir erstmal hier lang gucken? Ja, komm. Nicht, dass gleich jetzt hier eine Gegnerrolle kommt. Okay, okay. Interessant. Interessant. Okay. Ah, warum nämlich Licht benennt? Nur einer hier oder was? Das will doch nicht erzählen. Und was soll ich? Komm ich von dir oder was? Ein Ring, ein blauer? In der Meinung, hier hatte ich was gehört. Golem. Okay, was ist das denn? Nachkommen, ist alles fit. Okay. Standen hier einfach in der Ecke rum. Und bestimmt geraucht heimlich. Okay, haben wir das schon mal hier? Das heißt, jetzt als nächstes geht's unten noch hin. Und dann kann es schon sein, dass es die Ebene war. Ich war gespannt. Okay. Dachte, wäre mehr, aber das war, glaube ich, alles. Ja, okay, okay. So, da hinten irgendwo ging es hoch. Ja, glaube da. Hier durch? Wundert mich gerade. Ja, kann sein. Und tatsächlich in der 13. Wenn es da 15 gibt, dann wird es spannend. Hab so ein bisschen Angst, dass ich mich quasi verskille und viel zu wenig Lebenskraft habe.
Zwar gut Schaden mache, aber nichts aushalte und dann One-Hit bin beim Endboss. Sieht aus, als kämen wir der Sache langsam näher. Für lauter. Und her. Oh. Dann nehme ich auch die Krone mit. Warte mal, das können wir gleich machen. Wichtig. Okay. Das und irgendwas anderes. Dämlich, das habe ich aufgenommen. Lichtblitz hier. Okay. Wie gesagt. Hab ein bisschen Schiss. Okay. Vielleicht habe ich Glück. Glück. Was ist das hier? Ganz ehrlich, was ist das hier? Okay. Mann. Das ist viel. Kessel. Wenn der Geist was sammelt, ist irgendwas. Ja. Solche Kugel. Kommt da alle her. Und eine Kugel. Wer seid ihr denn? Okay, ihr habt zumindest eine coole Sterbeanimation. Wie ihr Schaden macht, weiß ich noch nicht. Okay. Enthauptete Leiche. Na klar. Blitzschlag. Ja, wollte ich. Nee. Nur ein Platz. Ich habe Angst, dass sie richtig groß wird und ich mich verlaufe. Okay, wow. Okay, Freunde. Ich glaube, das so geht keinen, oder? Oh, da kommt der nächste, ehrlich? Schwierig. Warum habe ich keine Mana mehr mal so nebenbei? Ja. Das für ein Traum-Mana. Schon wieder ein Baby heulen. Das muss einfach nicht. Sowas könnt ihr lassen. Nicht jetzt hier so. Stahlcoiner. Von dir komme ich, ne? Ich lasse nichts fallen. Ist halt nicht mehr. Der macht Aua, ey. Macht er richtig Aua. Okay. Ich konnte einfach nicht weiter. Ausgewichen oder was? Schwierig. Ziemlich cool. Schon das hast bitte so einen richtig geilen Bogen fallen. Da ist nochmal Gold. Oh. Das eine Vieh macht mir so viel Schaden, ey. Ja, aber teilen jetzt gut aus. Diese Frechdachse. Ich werde die Ebene, glaube ich, 10 mal ablaufen, damit ich mir sicher bin. Sagt ihr, Schräglaufen ist das Ding überhaupt, ey. Mehr kann ich wirklich nicht. Ja, sinnvoll. Sortiert eigentlich richtig. Wo ist da? Warum muss das immer benutzerunfreundlich gemacht sein? Warum? Eins bis 14. Ich muss ein Anliegen und ich kann nicht identifizieren, weil ich kein Identifizieren mehr habe. Ist aber gut. So, was brauche ich denn dafür? 45 Stärke, 80 Geschick.
Wir haben einfach 123 Geschicklichkeit und 39 Stärke. Das heißt, ich muss anderthalb Level warten. Ja, wie dämlich. Vielleicht kriege ich aber auch was zum Stärke-Skillen. Ja, stimmt. Manchmal findest du so Fläschchen, dann wär's nur ein Level. Schuftronne Nova. Okay. Sangus. Ja, komm her. Amulett nehmen wir mit. Ja, komm auch her. Ich sehe schon, das war nicht der letzte Run. Obwohl so richtig mega gefährlich wird es auch noch keiner. Immer. Okay. Was macht denn das? Schwimme ich da oder? Wäre weiß. Okay. Es waren so schon wieder eine halbe Stunde um, ey. Das ist so krank. Diablo. Zeig's euch, Diablo. Richtig Schwein gehabt, ey. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Edelholzbogen. Dann. Super gerne Daumen nach oben und Kommentar hilft dem Algorithmus. Und genau in 3 Tagen. 22 Uhr der nächste Part. Bis dahin.